Und bei uns im Studio darf ich nun den Tropenmediziner Herr Dr. Jonas Schmidt-Schanasit begrüßen. Wir haben ihn gerade schon im Beitrag gesehen. Es scheint ja da richtig was auf uns zuzukommen. 390 Millionen Menschen ungefähr infizieren sich wohl mit dem Dengue-Virus jedes Jahr. Für wie gefährlich halten Sie diese Entwicklung? Ja, also die Entwicklung ist hochdramatisch, das sieht auch die WHO so. Dengue ist auf dem Vormarsch und das hängt eben an verschiedenen Faktoren. Zum einen die Überträgermücke breitet sich immer weiter aus, das ist die asiatische Tigermücke, auch in Europa, in Amerika, auch in Asien. Wir sehen erste Dengue-Virus-Infektionen in Japan, in Griechenland, in Kroatien, in Frankreich. Das zeigt schon, dass Dengue ist auf dem Vormarsch. Das heißt, Dengue wird gar keine Tropenerkrankung bleiben, sondern das wird sich weltweit ausbreiten. Wir haben das irgendwann auch in Deutschland. Ja, da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Also nach wie vor die hochproblematischen Regionen, also die sehr stark von Dengue betroffen sind, das sind schon die Regionen in den Tropen, gerade in Südamerika, Brasilien, in Südostasien, Thailand, Indonesien, Indien. Das sind die Regionen, die massiv betroffen sind. Glücklicherweise haben wir eben in Europa, aber auch in den USA bisher nur vereinzelt Fälle. Allerdings gab es einen massiven Ausbruch auf der Ferieninsel Madeira. Dort ist es zu 2000 Infektionen gekommen. Das zeigt schon, wie schnell sich das auch ändern kann, innerhalb von ein oder zwei Jahren. Und an Dengue kann man tatsächlich sterben. Das Risiko ist hoch, richtig? Das Risiko ist jetzt nicht hoch. Man kann daran versterben. Wenn man sich mehrmals mit diesem Virus infiziert, steigt die Gefahr, dass man schwerwiegende Verläufe hat. Da sollte man aber auch Entwarnung geben. Touristen, Reiserückkehrer sind kaum von diesen tödlichen Verläufen betroffen, weil die Infektionen gut behandelt werden bei uns, auch frühzeitig erkannt. Von den tödlichen Verläufen sind Kinder oder eben Patienten mit Vorerkrankungen in den Endemiegebieten betroffen, das heißt in Brasilien, in Südostasien. Wie wird sich das weiterentwickeln, wenn die Temperaturen ansteigen, der Klimawandel noch mehr zuschlägt? Die Tigermücke fühlt sich offensichtlich überall wohl, ist fast schon kälteresistent auch. Also, was kommt auf uns zu? Also da muss man ganz klar sagen, das hängt eben gar nicht so mit dem Klimawandel zusammen, vielmehr mit dem Reiseverkehr, gerade mit dem interkontinentalen Reise- und Warenverkehr. Das hat dazu beigetragen, dass sich die Tigermücke massiv ausgebreitet hat, mit Altreifentransport zum Beispiel, und dass das Dengue-Virus selbst im Flugzeug eben in den Mücken oder eben in infizierten Personen innerhalb weniger Stunden einmal um die Welt fliegen kann. Nun haben wir keinen Impfstoff, das gibt es nicht. Es gibt auch nicht wirklich eine gute Therapie. Also was machen wir, um das zu begrenzen? Wir haben momentan nur eine Möglichkeit, das ist die Prophylaxe, das heißt der persönliche Schutz vor Stechmücken und entsprechend eine symptomatische Therapie, das heißt eine frühzeitige Diagnostik und das rechtzeitige Einleiten guter medizinischer Maßnahmen. Das ist ganz wichtig. Auf der anderen Seite kann man die Stechmücken selbst bekämpfen. Dort gibt es verschiedene Ansätze, zum Beispiel gentechnisch veränderte Stechmücken. Es gibt biologische Bekämpfungsmethoden, die in Deutschland schon seit mehreren Jahrzehnten erfolgreich angewendet werden. Also hier muss man ganz klar sagen, Stechmückenbekämpfung, die sehr, sehr teuer ist, die muss weiter sozusagen vorangetrieben werden, noch besser gemacht werden. Natürlich muss auch weiter an Impfstoff geforscht werden und auch an Medikamenten, um das Virus direkt behandeln zu können, sogenannte antivirale Medikamente. Meistens kommt ja einfach die große Chemiekeule, um die Tigermücke oder die Gelbfiebermücke, die es übertragen kann, dann zu töten. Wie schätzen Sie das ein? Ist das ein guter Weg? Nein, das ist natürlich ein Weg, den wir vor mehreren Jahrzehnten, das ist sozusagen eine alte Methode. Es gibt wesentlich elegantere Verfahren mittlerweile mit biologischen Methoden oder dass man auch die Stechmücken selbst mit einem bestimmten Bakterium infiziert, das auch normalerweise in der Umwelt vorkommt. Dann sind die Stechmücken nicht mehr empfänglich für das Virus. Also hier gibt es neue Ansätze und die müssen weiter erforscht werden und auch in größeren Versuchen letztendlich erprobt werden. Und es müssen natürlich die finanziellen Mittel dafür zur Verfügung gestellt werden. Wir drücken die Daumen, dass Sie damit auch gut vorankommen. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Schmidt-Schanasit.